Sag mal, hallo meine lieben Tesla-Freunde und Freunde der Mobilität. Das sind wir wieder, Markus Meinschein und der Dennis. Hi, der Dennis. Servus auf ein Neues. Von der Firma Stegmann. Und wir stehen jetzt ziemlich an der gleichen Stelle wie das letzte Mal. Genau, und, ja. Und wir haben uns heute vorgenommen, einmal ein Model 3 zu zerlegen. Genau. Genau. Weil du da eine Hohlraumkonservierung machst, ne? Genau. Der Kunde hat eine Hohlraumkonservierung gewünscht. Genau. Und dann haben wir doch gleich die Gelegenheit beim Shop gepackt. Der Markus angerufen. Markus sagt, ja klar, bin ich dabei. Und ich habe die Gelegenheit, mal richtig so mal in so ein nacktes Model 3 reinzugucken. Und ihr natürlich auch. Ja. Und da bin ich mal gespannt, was wir da so alles entdecken. Genau. Ja. Immer interessant sicherlich, die Technik zu sehen, was Tesla da geleistet hat, muss man auch sagen. Mhm. Und ja, man hört oft die Frage in der Community, Hohlraumkonservierung ja, Hohlraumkonservierung nein. Mhm. Macht Sinn, macht es keinen Sinn? Dem wollen wir heute einfach mal ein bisschen auf den Grund gehen, oder? Okay. So, hier haben wir jetzt das Model 3 mal ein bisschen zerlegt, Markus. Gell? Mhm. Gut, was sehen wir denn alles hier? Was ist denn das hier für eine? Also, sagen wir mal, ja, es ist jetzt schön, jetzt haben wir jetzt mal richtig schön einsichtig. Gell? Wir haben jetzt hier, das ist quasi unterm Frunk, unter dem Kofferraum. Wenn man den rausnimmt, hat man eigentlich genau diesen Einblick. Hier haben wir unser Kühlerpaket, das heißt, wir haben hier den Klimakühler und drunter ist der Wasserkühler. Und hier ist meine Luftführung sozusagen, die das Ganze nachher leitet, dass meine Kühler gut arbeiten können. Gell? Die Thermalklappe, ne? die macht er dann auf, wenn er kühlen oder heizen muss. Genau. Also ich denke, das ist alles, machen an anderer Stelle auch, dass sie ihre Kühler abschotten, einfach um den CW-Wert zu verringern. Mhm. Wenn ich natürlich jetzt die Luft benötige, müssen sie die Klappe aufmachen, damit die meine Kühler arbeiten können. Da oben ist Radar. Jawohl, hier mein Radarsensor. Das müsste der Homelink sein, steht drauf, ja. Genau. Und was ist das hier, das Runde? Das ist eine Batterienothupe. Eine Batterienothupe? Ja. Wir kriegen hier die Luft rein, haben wir gerade vorher gesehen. Ja. Und quasi, wenn ich jetzt natürlich... ich muss die Luft ja durchziehen. Einmal drückt natürlich das Auto bei der Fahrt, aber dann kommt hier ein Drucklüfter oder mein Lüfter, mein Ventilator, der zieht quasi die Luft nochmal nach hinten runter, damit wirklich der Kühleffekt im Kühler entstehen kann. Und das ist so schräg eingebaut, so genau. 45 Grad Winkel würde ich mal sagen. Jawohl. Also wirklich schlau gebaut, muss man sagen. Model X ist ähnlich aufgebaut. Model S kennen wir sicherlich, dass rechts und links hier die Kondensatoren sitzen und daher sind die Schäden bei den Model S leider immer ein bisschen höher. Wenn man hier leicht ansteht bei Model S, erwischt man gleich so ein Frontrahmenteil mit dem Klimakondensator und dann gehen natürlich die Kosten immer in die Höhe. Ist hier viel intelligenter gelöst. Hier haben wir eigentlich mehr Raum. Gell? Hupe, zwei Ton. Genau. Zwei Ton Hupe. Zwei Ton Hupe, gut. Tut natürlich ein bisschen motivieren zum Frisieren. Genau. Und darum wahrscheinlich niedrigere Schadenkosten bei Model 3, wenn man einfach mal so irgendwo am Stein hängen bleibt. Gell? Schönes Detail, was ich mich immer freue. Das hat Tesla als Neuheit präsentiert. Das ist dieser Kühlwasservorratsbehälter von Model S und X kennen wir das, dass da viele Schlaufen drin liegen und überall Pumpen und Ventile sitzen. Das hat Tesla jetzt bei Model 3 optimiert und quasi sitzen alle, die ganzen Pumpen, die ganzen Stellventile für die verschiedenen Kühlkreisläufe sitzen jetzt in diesem Behälter hier. Ja. Und darum nennen sie das Super Bowl. Und ein schönes Detail finde ich, die haben hier die Super Bowl sogar markiert. Wir haben quasi einen kleinen Superman im Model 3. Finde ich witzig. Ja, ist wirklich witzig. Ne? Das ist halt Tesla. Genau. Genau, so kann ja auch furzen, oder? Das Model 3. Ja, kann sicherlich auch furzen. Ja, genau. So gut wie die Großen. Gut. Ja, also schönes Detail. Model 3 ist wirklich auch, muss man wirklich sagen, wenn man sie so zerlegt, man merkt einfach, dass es einfach schon ein weiterentwickeltes Fahrzeug wieder ist. Und hier hast du die Lampe ausgebaut, den Scheinwerfer. Genau, Scheinwerfer ist raus. Einfach noch einmal zum Zeigen. Vielleicht auch für euch interessant, wenn ihr einen Hagelschaden habt am Fahrzeug. So Kotflügel gelten bei den meisten Gutachten. Ja, die kann man mal schnell schön durchdrücken und sanft in Stand setzen. Model 3 wird da wohl nicht ganz so einfach werden. Mhm. Markus zeigt es sicherlich gleich. Ja. Wenn du mal hier unten reinschaust, siehst du, dass wir hier ein komplett verstärktes Stahlbauteil haben. Wo einfach als, klar, weil dadurch, dass die Lampe mitgehalten wird durch den Kotflügel, einfach auch eine gewisse Stabilität aufweist. Und freuen sich die Hageldrücker nicht ganz so, wenn sie das sowas nur über die Klebetechnik nach instand setzen müssen. Ja. Vielleicht so als Hinweis, wenn der ein oder andere Gutachter von euch zuschaut. Vielleicht auch interessant für die Hohlraumkonservierung, kann sich natürlich hier Feuchtigkeit bilden und auch einfach eng bleiben, gell? Wo wir da einfach ein bisschen Hohlraum dezent reinmachen würden bei der Hohlraumkonservierung. Und dann haben wir da diese Fläche einfach, wo geschlossen ist, konserviert. Sonst hier, Crash auf Prallsicherheit ist das Model 3 auch gut.
hat Fußgängerschutz, das heißt das erste Bauteil nach der Stoßstange, was quasi den Fußgänger schützt. Model 3 hat ja sehr gute Werte, wissen wir alle. Haben wir hier einen Aluminiumträger und hier auch Aluminiumwehrträger, die nachher ausgetauscht werden bei einer Deformation. Das heißt, das Fahrzeug hat einen relativ großen Spielraum, bis es wirklich an die Hauptrahmenteile geht, die aus Stahl ja sind, wo bevor dann wirklich was Schlimmes passiert. Okay. Und wir sehen richtig fest, richtig dieses Material, wie alle Hersteller es auch verwenden. Also alles Model 3 hat nicht umsonst so gute Crashbewertung. Also muss man wirklich sagen, wenn man es abends schaut. Ist das sicherste Auto der Welt, ne? Kann man so sagen. Programmiert muss, genau. So, was ist da hinten? Wir können ja mal hinten rein gerade schauen. Das Fahrzeug ist zerlegt hinten. Wir sehen, dass wir nichts sehen. Nein. Wir sehen, dass wir nichts sehen, genau. hier hast du die Lautsprecher ausgebaut, ne? Die liegen da hinten. Lautsprecher liegt auch. Es geht jetzt einfach um die Hohlraumkonservierung, dass wir nachher alles überall schön hinkommen, dass wir da oben reinkommen und einfach eine dünne Hohlraumschicht einfach in diesen Zwischenraum nochmal einlegen können, weil wir sehen hier im Seitenteil zum Rathaus wurde werkseitig von Tesla nichts injiziert an Hohlraum. Werden wir nachher noch sehen. Wir haben nachher noch eine kleine ein Videoskop dabei, wo wir mal in die Hohlräume ein bisschen reinschauen können. Da sehen wir im Schwellerhammer. Es ist eine Hohlraumschicht drin. Das werden wir aber nachher gleich zeigen. Genau. Was wir noch machen bei der Hohlraumkonservierung, wenn es ein Kunde wünscht, wir schauen alle Felsen und Nähte nach im Heckbereich. Da gibt es so manche kleine Stellen, wo man ein bisschen nachbessern kann, damit es wirklich auch gerade hier im Süden, im Schwarzwald, wirklich geschützt ist auch vor den Salzwassertraufen, die vielleicht manchmal von unten kommen. Und jetzt haben wir auf dieser Seite haben wir das Ladegerät. Ne? Was ist das da? Was blinkt da so? Also ja genau, das ist quasi meine Ladesteuerung. Ich habe ja hier meine Ladeklappe hinten dran, meine Stromkabel, die nachher da hinten in den Akku gehen und hier haben wir halt ein kleines Kontrollmodul, was nachher einmal die Klappe steuert, wegen auf und zu und freigibt. Warum das blinkt, sieht man ja sonst auch nicht. Ja. Jetzt vorhin hat es geblinkt, weil da hing aber das Ladekabel dran. Ja, jetzt hängt es nicht mehr dran, es blinkt trotzdem. Es blinkt Standard. Also vielleicht für den einen oder anderen Bastler. Interessante Information, da haben wir da auch Strom. Gut, da hast du die Heckleuchten noch abgemacht. Genau, klar, einfach da muss ich abbauen, um die Stoßstange wegbauen, müssen die Heckleuchten raus. Gut. Ist nachher interessant, wir haben hier, jetzt kommen wir wieder vielleicht zu was Interessantem. Das ist alles interessant bis jetzt. Hier. Zum Materialmix. Ja. wo habe ich denn? So, wir haben hier Aluminium, also ich habe hier ein Aluminium-Heck und hier habe ich wieder Stahl. Ja? Hier habe ich wieder Aluminium. Okay, also dieses bräunliche Aluminium? Ja, genau. Also hier das, wobei das auch Aluminium ist, ist halt einfach eine andere Grundierungsart drauf. Ja. Hier haben wir auch Aluminium. Hier vom Innenrathaus ist das. Das hier ist die Seitenwand von außen. Das ist das Rathaus. Haben wir hier Aluminium, hier Stahl. Okay. Das wissen wir alle. Die Außenhautbeschaffenheit haben wir schon alle in vielen Videos gesehen. Aber Aluminium, Stahl. Das wird nachher noch ein bisschen interessant. Heckbereich hier Aluminium und hier fängt wieder der Stahl an. Jetzt, darum würde ich tendenziell sehr persönlich auch bei Model 3 zur Hohlraumkonservierung neigen, auf jeden Fall von den Seitenteilen. Ich habe jetzt hier einfach aus dem Grund, ich habe hier eine Stahlseitewand, wir haben hier einen Aluminium-Innenradlauf, wir haben das gerade vorher in der Theorie gut gesehen. Dass die gut isoliert sind von Tesla. Also wirklich, macht jeder Hersteller, das machen sie genauso gut. Jetzt passiert. Da muss jeder was gut machen bei Tesla. Aber Tesla ist ein tolles Auto, ja? Nein, alles gut. Also ist jetzt nicht ungewöhnlich schlecht. Was passiert? Jetzt einfach mal eine Überlegung, was passiert, wenn ich jetzt hier, mein Auto steht im Einkaufscenter und das Kind nebenan lässt leider den Einkaufswagen los und das rollt genau hier auf die Kante. Worst case, vielleicht. Böse beschrieben, Teufel an die Wand gemalt. Der Einkaufswagen ist ja tiefspitz, drückt mir hier quasi eine kleine Beule rein oder Delle. Delle besser gesagt. Jetzt müssen wir uns überlegen, was passiert innen drin in diesem Bauteil. Wir sehen jetzt nicht, wir würden von hier nicht hinsehen. Wir sehen quasi nur, der Stahl deformiert sich. Wir haben hier eine Klebeschicht, die ist hart, die bricht vielleicht. Und wenn ich ganz mieses Pech habe, wird meine KTL-Grundierung hinten dran auch beschädigt und vielleicht sogar eine kleine Deformierung im Aluminium. Da haben wir vorher von der Batterie gesprochen.
die hätten wir dann in dem Moment. Dann hast du dann auf dem Moment, okay. Ja. Gut. Und darum, wenn ich einen Hohlraum einfach hier initiiere, in einer dünnen Schicht, kann es sein, also ist einfach, das Fahrzeug wird warm, das Hohlraum durch die Kapillarwirkung wird weich und zieht sich überall hin, wo quasi, wo es hin kann, also wo ein Freiraum ist. Mhm. Und darum habe ich dann quasi vor solchen Eventualitäten, hätte ich mein Fahrzeug einfach vor so einem Batterieeffekt geschützt. Gell. Darum, ob es an den Türen notwendig ist, Hohlraumkonservierung kann jeder selber entscheiden. Ist ein voll Aluminiumbauteil. Haben wir vorher über die Oxidschicht aber gesprochen. Gell. Jetzt sehen wir aber hier schön nochmal das Fahrwerk. Genau. Ist irgendwas Besonderes? Also hier ist ein Feder. Ja, wir haben natürlich eine Mehrlenker-Hinterachse, das ist klar. Gell. Mhm. Hier Lenker-Hinterachse. Können wir schon mal reinfilmen? Können wir mal reinschauen. Gell. Also ich habe so. Ihr wisst alle selber, die Model 3 habt. Das Auto liegt sehr gut auf der Straße, fährt sich handlich, fährt sich wirklich schön und ist sicherlich dem Fahrwerk zu schulden, haben sie sicherlich was sehr, sehr Gutes verbaut. Hier interessant, wo der Markus gerade rein leuchtet. Ja, da sehe ich zum ist das ein Aluminiumträger? Ein Stahlträger. Sehr starker Aluminiumträger ist das. Ja. Also das ist sicherlich ein Bauteil, das muss ich wirklich sagen. Ich habe schon viele Autos zerlegt und auch neue Schweller eingeschweißt. Habe ich so noch nie gesehen, dass ein Fahrzeug so massiv geschützt ist im Schwellerbereich. Also ist wirklich das erste Fahrzeug. Wahnsinn. Also da, da sparen sie keine Kosten. Hier haben wir, wie muss wissen, wir haben, wenn die Seitenwand Stahl ist, ist natürlich auch der Schweller Blechstahl. Dann können wir hier nachher mal reingucken, was wir da haben. Und hier haben wir den dicken Aluminiumträger, der wirklich mein Fahrzeug vor jeglicher Art gut schützen kann, denke ich. Darum kein Wunder, dass das Fahrzeug so gut im Crash-Test abgeschlossen hat. Hier kommen wir kurz zurück. Aluminium, Stahl, Stahl. Also wirklich ein bunter Materialmix hier, auch im Innenraum. Aber wie wir sehen, alles grundiert und verklebt, vernietet. Ist auch im Reparaturfall genauso wieder herzustellen natürlich. Okay. Also interessanter Einblick, denke ich. Ja. Model 3. So, Klappe. Ganz kurz, nicht viel zu erwähnen. Also bisschen Kabel sehe ich. Kabel, klar, die brauchen wir ja, dass ja auch alles funktioniert. Wieder verschiedene Farben, was heißt das wieder? Also hier ist einfach lackiert worden. Und nicht lackiert. Ne? Und einfach, hier hat man nachher, klar, weil es nicht im Sichtbereich liegt, ja. Muss ja nicht unbedingt Farbe drauf, kann man ein bisschen sparen. Aber keine Angst, jeden BMW, wo man zerlegt, oder Mercedes, ist es das ähnlich. Sieht aus. Genau. Wir sehen, hier haben wir eine Dämmung drin, dass es eben nicht zittert, das Blech. Da ist so ein Teer aufgespritzt oder eingefügt, dass es einfach die Heckklappe stabiler bleibt. Mhm. Und auch hier haben wir wieder keinen Hohlraumschutz in der Heckklappe. Also nichts konserviert. Aber was ich schon gehört habe von manchen Model 3 Fahrern ist, dass wenn sie die Heckklappe aufmachen, Wasser rausläuft. Liegt vielleicht damit zusammen, dass die Heckleuchten hier ein bisschen. Ja, das hier, oder? Dass das hier sich hier rüberläuft. Sie sagen, wenn sie sie aufmachen, läuft es hier richtig raus. Okay. Habe ich jetzt live noch nie gesehen, aber ich habe nur gehört. Ja. Also wir bei einer Hohlraumkonservierung machen wir hier einfach eine leichte Hohlraumschicht in den Falz einfach rein, dass der nochmal zusätzlich isoliert ist. So wie hier nach oben einfach, da wo die Einheiten sitzen für die Kennzeichenleuchten und die Rückfahrkamera. So. Sogar besser mit der GoPro jetzt als mit der großen. Für dich einfacher, gell? Ja. Gut. Was haben wir noch? Wir können nachher mal hochlassen, gucken das Auto mal von ganz unten an. Haben wir alles von der Seite auch, ne? Ja, also wir haben die eine Seite anguckt, bei Tesla ändert sich auf der anderen Seite meistens nichts, genau. Wenn wir hier, vielleicht sehen wir hier auch gut auf diese gute. Ah, genau. Ah, schönes kleines Indiz. Man kann die Akkus reparieren, man kann auch die ganzen Wasseranschlüsse reparieren, laut Tesla-Lehrgang. Okay. Und das schön ist natürlich. Tesla-Lehrgang gemacht, ja? Jawohl, natürlich in Tilburg. Ja. Gut. Alles gut, ist natürlich auch Pflicht. Ja. Ja. Wasserleitungen, die den Akku durchfluten, damit er schön temperiert ist, alles so wie man es kennt. Ja. Gut. Kann ich auch hochgucken? Das ist dann auch weg, ne? Das ist dann eine Verkleidung noch drumherum? Das ist genau, ein Spritzschutz einfach hier drin, da kann man. Aber sonst ist da kein. Noch, die Verkleidung ist da, ne? Ja, das ist so ein Radkasten. Ja, Radkasten ist nachher komplett drin, genau. Mhm. Ja, ist ja nicht wichtig, da kann das Wasser ruhig hin, kommt sowieso. Und das wäre jetzt quasi hier die Spritzschutzabdichtung von oben. Aber wir haben hier nachher unsere komplette Frunk-Einheit, die da reinkommt, die da passt. Gut. Soweit dazu. Jetzt
erstmal noch den Subwoofer filmen. Das ist der Subwoofer, das ist die Elektronik und der Subwoofer ist hier. Ah ja. Jetzt hast du hochgefahren, jetzt sehen wir noch ein bisschen besser drunter. So, wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, gell? Da an dieser ist der Stelle. Benzintank. Genau. AdBlue kommt da hinten. AdBlue auf der anderen Seite. Die Kabel sind aber schon ein bisschen, aber ist das hier nochmal verschaltet dann? Oder? Also ihr seht das Auto jetzt natürlich komplett nackig. Gell? Nackig, also normalerweise haben wir hier die Stoßstange, vielleicht auf der anderen Seite sehen wir die Stoßstange, die abgebauten. Haben wir, die Stoßstange wird, haben wir hier so einen Sprit, so einen Spritzwasserschutz, der ist an die Stoßstange dran, der ist in dieser Höhe. Nicht was beschweren. Hier haben wir noch einen kompletten Unterfahrschutz, also das Fahrzeug ist von unten komplett zu. Einmal klar wegen CW-Wert und natürlich wegen Spritzwassergeschützten. Das ist dann in dem Fall zu, ja genau. Hier ist der Heckmotor. Heckmotor, eine Stahlachse haben wir hier, also bei der Hohlraumkonservierung gehen wir auch hin und tun hier in der Stahlachse leicht Hohlraum eininjizieren und auch hier gerade an die Kanten, da bleibt einfach gern Wasser hängen und ist einfach unschön, wenn es da ein bisschen Rost ansetzt. Es wird definitiv nicht durchrosten, aber wenn man sowieso eine Hohlraumkonservierung macht, kann man da schon ein bisschen vorsorgen, dass es nicht ansetzt, Flugrost und einfachen Rost. Genau. Ah, hier ist der Ölfilter. Jawohl, der Ölfilter, wo? Vom Getriebe. Oder was? Ja, genau. Also, das ist das Differential, gell, wo wir hier haben. Okay. Doch ein bisschen Öl ist da drin, ne? Ein bisschen Öl brauchen wir. Wir können nicht ganz trocken laufen. Ganz, ganz trocken geht es noch nicht. Ja, Akku kennt ihr alle vom Model 3 von unten. Das ist ein Bauteil. Aber so, gut. Und wo spritzt der jetzt genau hin? Also in die Hohlräume rein? Also, ne? Unser. Aber auch hier so außen. Genau. Ne? Also wir gehen auf die Felse, da wo sie das Wasser einfach sammeln kann oder so hängen bleibt einfach und wo es einfach dauerhaft nahen kann, gerade Salzwasser, was noch aggressiver reagiert, wird dann, wenn dann Hohlraumschutz einfach drauf ist, dann kann das Wasser nicht so, auf jeden Fall nicht am F. Okay. Einmal ist er wasserabweisend, der Hohlraumschutz, und das kann nicht die ganze Zeit nagen an den Kanten und Ecken. Kann ich mal hier dieses, also ist extrem gesichert, sagtest du hier. Ja, also das, wie gesagt, ich habe jetzt noch so im alltäglichen Gebrauch, wenn man jetzt mal einen Golf zerlegt oder so, da sind auch wirklich dicke Stellen drin natürlich, aber jetzt, dass so ein massiver Schutz da reingesetzt wird, ja, habe ich noch nicht gesehen. Andere sprechen bei Tesla vom Brückenbau, weil die wirklich massiv bauen. Die andere Seite. Also nochmal, haben Sie Glück nicht vergessen. Gut. Gut. Was haben wir noch? Von vorne, von unten haben wir natürlich. Ist auch ein Motor nochmal, ne? Genau, ist ein Dualmotor hier, wo wir haben. Und vielleicht das, was wir immer auch in anderen YouTube-Videos sehen: Das ist jetzt Auto, ist März 19, also jetzt haben wir circa ein halbes Jahr rum. Einen ganz leichten Ansatz von einer Korrosion. Ansonsten aber auch hier die Stahlachse, auch die wird nachher bei der Hohlraumkonservierung einfach ein bisschen mit konserviert, das hier. Lange schön schwarz bleibt. Natürlich auch die Rahmenstücke aus Stahl. Wird alles indiziert, dass einfach überall eine wasserabweisende Schutzschicht aufgebracht wird. Okay, gut. Gut. Welches Gerät hast du da jetzt? Das ist ein Videoscope. Okay. Habe ich mir von unserer Mechanikabteilung ausgeliehen. Damit schauen die guten Jungs normalerweise in Motorräume, wenn es mal nicht so sich nicht so gut anhört. Mhm. Wir tun jetzt einfach hier mal untersuchen, wie die Hohlräume einfach von innen aussehen, beim Längsträger vorne, beim Längsträger hinten, wie es im Schweller aussieht. Okay. Genau. Sehen, was wir sehen. So, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Schweller an, weil das seht ihr auch hier schon. Wir haben die Schwellerverkleidung abgebaut. Hier guckt tatsächlich etwas Hohlraumschutz raus. Also im Schweller haben wir hier eine Schutzschicht. Seht ihr das? Sieht aus. Also hier haben wir, hier sieht man es ganz gut, gell? Also im Schwellerbereich ist original Tesla ein Hohlraumschutz drin. Ja, also hier in diesem Bereich, wo vielleicht aus Wasser einfach verdampft und absetzt. Kondensiert, genau. Aber ist Korrosionsschutz schon drin, also warum machst du nochmal welchen rein? Ist es dann, reicht es nicht, oder? Also mir würden einfach empfehlen, also gerade in den Seitenteilen, weil ich das mit der Spannungskorrosion, das
ich mache einfach einen zusätzlichen Schutz rein. Ja. Im Schweller haben wir was drin. In den anderen Bauteilen ist überall nichts drin. Darf natürlich jeder selber überlegen, in welcher Gegend wo nicht, macht Sinn. In Gegenden, wo wirklich nass sind und mit Salzwasser unterwegs sind, kann es für den einen oder anderen schon eine logische Entscheidung sein. Ja, wir haben wieder GoPro übrigens gefilmt. Ja. Ja. So. Nun zurück. Zurück zur Tafel, zur weißen Tafel. Aber brauchen wir nicht, oder? Nee, brauchen wir nicht. Wir dürfen da. Wichtiger Punkt ist ja Garantie von Tesla. Genau. Haben wir schon oft was gehört hier und euren Kommentaren wurde schon öfter mal gefragt, hey, wie sieht das aus? Ja. Stimmt das? Tesla übernimmt keine Garantie, wenn man Hohlraumschutz nachbessert? Das stimmt. Danke an den Andreas an dieser Stelle, der hat mir quasi einen kleinen Auszug hier zukommen lassen von seinem Model 3. Ich möchte es kurz vorlesen. Wir haben eine beschränkte Garantie gegen Karosserierost. Diese beschränkte Garantie gegen Karosserierost deckt die Rostperforation, jetzt kommt's, Klammer auf, Lochung durch das Karosserieblech von innen nach außen, Klammer zu, aufgrund eines Material- oder Verarbeitungsfehlers für einen Zeitraum von 12 Jahren bei unbegrenzter Kilometerzahl. Also die Frostgarantie gibt Tesla jedem Model 3. Mhm. Also das ist vom Model 3, ich denke, beim Model S wird es genau gleich drinstehen. Mhm. Diese Garantie gibt Tesla. Wenn das Fahrzeugblech jetzt, sagen wir so, von innen, jetzt sind wir wieder hier, wenn es von mir aus von hier anfängt, nach außen durchzurosten. Okay. Jetzt gibt es Ausschlüsse. Und das ist das, was ihr in der Community schon richtig genannt habt, die Bedenken. Fahrzeuge, die gegen Rost behandelt wurden, das heißt mit Verfahren, die allgemein als Rostschutz oder unter Bodenschutz bekannt sind. Also dann verfällt diese Garantie. Mhm. Korrosion infolge von Mängeln in nicht von Tesla hergestellten oder gelieferten Materialien oder Verarbeitungen, die eine Perforation der Karosseriebleche oder des Fahrwerks von innen nach außen verursacht. Oberflächliche oder kosmetische Korrosion, die eine Perforation der Karosseriebleche oder des Fahrwerks von außen nach innen verursacht, etwa Steinschlag oder Kratzer. Jetzt sind wir bei dem Punkt, wo wir vorher angesprochen haben, wenn wir hier von außen eine Delle reinpongen bekommen. Mhm. Und aufgrund hier haben wir jetzt eine Batteriesituation und da rostet mein Karosserieblech. Übernimmt natürlich Tesla keine Haftung, weil sie sagen, das Fahrzeug im alltäglichen Gebrauch, ich habe das früher bei anderen Firmen, wo ich schon gearbeitet habe, miterlebt, dann heißt, der Kunde hat da sein Fahrzeug nicht gepflegt und darum übernimmt der Hersteller diese Reparatur nicht, weil das Fahrzeug wurde jetzt, ja, oder wenn er einen kleinen Rostansatz an der Kante festgestellt hat, ja, der Kunde hat sein Fahrzeug nicht gepflegt. Das ist jetzt die Sache, die Tesla uns sagt. Also, sie übernehmen keine Garantie, wenn ich von innen nach außen eine Durchrostung habe, wenn ich einen Hohlraumschutz aufgetragen habe. Im Hohlraumschutzfall, wenn ich jetzt hier diesen Fall hätte, meine Klebeschicht wäre durchbrochen, täte mein Hohlraum jetzt warm werden und täte quasi danach fließt und eine Isolationsschicht wiederherstellen. Jetzt ist aber ganz interessant eigentlich, was ich im Netz gefunden habe, dass, wenn ihr das nachgucken wollt. Mach mal den Link, kannst du mir geben, ne? Ja, ich gebe den Link nachher mit. Auf WhatsApp, dann kann ich es genau. Und da findet man im Internet Anforderungen bei Durchrostungsgarantie. Da gibt es nämlich interessanterweise in Deutschland ein Gerichtsurteil. Okay. Gut. Das ist ziemlich lang. Das ist lang. Ich tue es nur ganz kurz überfliegen. Ja, genau. Zusammenfassen vielleicht. Das war eine Frau, die hat bei Mercedes geklagt. Mhm. Ihr Auto ist durchgerostet. Sie hätte natürlich jetzt gerne hat ja eine Durchrostungsgarantie, die gute Frau, und geht mit gutem Gewissen zu Mercedes. Das Mercedes hat quasi das abgelehnt und dann so kam dieses Gerichtsurteil zustande und das sagt eigentlich, der Kunde hat die Beweispflicht, dass das Fahrzeug von innen nach außen durchrostet ist. Mhm. Jetzt stellen wir uns aber vor, wir haben hier eine Durchrostung. Jetzt Beweis als Kunde, Markus, das hat von innen angefangen. Also wo kommt es jetzt her? Also wie gesagt. Die Hersteller sind normalerweise sehr kulant, wenn es um Rost geht. Tun sie lange zahlen und tun auch viel zahlen, so die Erfahrung. Aber wenn es wirklich hart auf hart kommt, sagt das Gericht, bitte weise nach. Hm. In 11 Jahren weise an der Model 3 nach, dass der Rost von innen kommt. Oder ist da schon mal lackiert worden? Oder ist da schon mal... Also schwierig alles, generell. Genau. Hm. Ist das Fahrzeug nicht richtig gut gepflegt worden? Oder wie gesagt, es kommt immer auf den Sachbearbeiter drauf an. Ich finde, die Jungs von Tesla sind alle relativ großzügig. Das, was ich mitbekommen habe, unkompliziert, aber ja, einfach mal zur trockenen Theorie. Gut.
zum Thema Garantie und Hohlraumschutz. Gut, das ist aber generell das Thema, ist nicht Tesla-spezifisch, also weil ich gesagt habe, dieser Fall ist Mercedes gewesen. Genau, das war jetzt Mercedes, wo es abgelehnt hat. Und wegen der Hohlraumausnahme habe ich mal nachgegoogelt, habe jetzt keine anderen Vergleiche gefunden. Vielleicht findet ihr was, wie es bei eurem Hersteller ist. Ich weiß, die deutschen Hersteller haben Hohlraumschutz auch in den Türen drin. Die japanischen Hersteller ist eben nichts drin. Ja. Also es ist halt eben dann wirklich abhängig, wo du das Model 3 oder den Tesla, das dein Auto bewegst. Ne? Wenn es wirklich ein warmes Land ist, in Italien, Süden, grüße an Evi Petty nach Barcelona, südlich Alicante ist er ja. Ne? Kein Problem, ne? Aber so im Norden und da, wo es viel regnet und wo viel Frost ist, da wäre es überdenken. Macht Sinn. Also es ist jetzt soll jetzt kein Video werden, gell, Markus, zum Verkaufen. Ja, nee, ist einfach nur, weil ich kriege auch nichts dafür. Weil wir wissen, dass die Hohlraumkonservierung, die ist einfach eine Frage im Raum. Genau. Einfach, wenn es euch interessiert, schaut das Video an. Ihr könnt es unter den Kommentaren auch kommentieren und dort diskutieren. Könnt ihr auch gerne diskutieren, was da. Was ihr dazu denkt. Ich dick aus hier an der Seite vom Bild. Der Bildschirm, der zieht, ich muss mich hier ins. Guck mal hier, so bin ich viel schlanker. So, dann gehe ich mal lieber auf die andere Seite. Du bist aus dem Bild draußen. Nee, gib mal ruhig da. Gut. Also das zum Garantie, zur Kosten. Hattest du mal gefragt, was es kosten würde? Das ist dann individuell. Machen wir individuell einfach, weil wir hatten schon Kunden, die haben gesagt, wir möchten wirklich komplett alles konserviert haben. Wir fahren im Winter, fahre ich immer durch die tiefste Schwarzwald. Ich möchte, dass das Ding einfach geschützt ist. Andere sagen, wir reichen nur die Seitenwände, dass da einfach ein Schutz ist. Also machen wir individuell dann ab. Alles klar. Einfach melden, wenn ihr möchtet. Ja. Oder bei eurem nächsten Karosserie oder Bodyshop. Genau, da muss ja nicht hier sein. Ist er tief im Süden so Schwarzwalds, oder? Ist das Schwarzwald? Ja, ist noch Schwarzwald. Ja, also Schwarzwald geht bald los, genau. Aber auch wir haben Schnee und Frost. Ja, dann danke dir. Danke dir, Markus. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es was gebracht. Ihr konntet mal ins Model 3 reinschauen. Genau. Und einfach melden. Machen wir. Genau. Mach's mal gut. Also, ciao. Dann erklärst du erstmal, warum. Genau. Also grundlegend, warum, wie entsteht Rost? Sagen wir mal, möchten wir nicht lang ausweiten. Ich denke, da gibt es sicherlich Profis unter euch, die das anschauen und nachher in die Kommentare noch ein paar Sachen reinschreiben können. Was jetzt mit der OTEC-Regel auf sich hat, mit den Valenzelektronen und bei den Atomen, das möchten wir jetzt heute gar nicht so groß ausbreiten oder erklären. Es gibt nur ganz kurz, was haben wir für Korrosions- oder Rostarten jetzt im Fahrzeug? Einmal gibt es die Oxidation, das heißt, also ein Sauerstoffatom, ein Stickstoffatom, Wasseratom reagiert einfach mit meinem Blech, also mit meinem Stahl, mit meinem Aluminium. Das ist die eine Art. Sagen wir so, vielleicht ganz kurz erklärt, das ist jetzt so eine kurze schematische Zeichnung eines Sauerstoffatoms mit 8 Protonen und 8 Elektronen insgesamt. Jetzt gibt es da so eine Regel, die nennt man Oktettregel. Das heißt, das Sauerstoffatom ist danach bestrebt, auf dieser Bahn nochmal 2 Elektronen einzusammeln. Das heißt, das Atom geht so ein bisschen auf die Suche und sucht so nach Materialien, wo es denn sich so mit 2 Elektronen verbinden kann, damit es eben 8 werden. Sagen wir so, in der Physik wird es so ganz schnell erklärt, wenn ich jetzt hier 2 Elektronen mehr habe, damit ich ein neutrales Atom habe, kriege ich dann automatisch, wenn ich jetzt hier 10 Elektronen habe, kriege ich automatisch 2 Protonen mehr. Das heißt, ich habe natürlich ein anderes Atom. Es ist kein Sauerstoffatom mehr. So ganz einfach erklärt. Da kann man ganz tief in die Tiefe gehen. Und natürlich da, wo sich Sauerstoffatom das holt, werden natürlich 2 Elektronen weggenommen. Das heißt, dieser Stoff, wo die 2 Elektronen weggehen, verändert sich auch. Wir haben jetzt einfach einen Sauerstoff, der zieht es an und wir haben es, sagen wir es Metall, Metallstoffe, die geben diese Elektronen ab und darum haben wir ganz einfach eine Korrosion am Fahrzeug, weil sich die Atome verändern. Ganz einfach, ganz schnell erklärt. Und wer sich da reinlesen will, kann das sicherlich tun und in den Kommentaren noch Verbesserungsvorschläge reinschreiben. Das heißt, darum rostet mein Metall und darum habe ich beim Aluminium eine Oxidschicht. Beim Aluminium ist es von Vorteil, der Sauerstoff reagiert mit dem blanken Aluminium. Es bildet sich eine Oxidschicht auf dem Aluminium. Diese ist sauerstoffdicht, lässt keinen neuen Sauerstoff rein und mein Aluminium rostet nicht weiter. Da sagt man, Aluminium ist ein gutes Werkstoff für den Fahrzeugbau, für die Korrosionsbeständigkeit. Jetzt haben wir es beim Stahl halt andersrum. Da geht es halt weiter und darum kriegen wir da mit der Zeit durch Rostung und Probleme.
ganz kurz zur Oxidation. Jetzt haben wir eine Kontaktkorrosion. Das ist ein bisschen anders. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Werkstoffe, die miteinander einfach korrodieren können. Zwei verschiedene Metalle, ne, in dem Fall. Oder, genau, Metalle. Zwei verschiedene Metalle, ja. Also die gibt es auch woanders, aber jetzt bei uns im Fahrzeugbau ist es interessant. Jetzt habe ich hier zum Beispiel einen Stahl und Aluminium. Haben wir hier Aluminiumblech und ein Stahlblech. Jetzt haben wir da, darum heißt es Kontaktkorrosion, wenn jetzt diese zwei Werkstoffe, wenn man da in die Physik reingeht, haben wir da verschiedene Spannungen. Ich habe jetzt die Spannung nicht auswendig im Kopf, die jedes Metall für sich hat. Jetzt gehen wir mal im Metall. Beim Stahl gehen wir jetzt einfach mal hin, nehmen eine fiktive Zahl von einem Volt. Stimmt sicherlich nicht. Und beim Aluminium haben wir 0,5 Volt. So. Das heißt, wir haben eigentlich eine Batterie im Auto, wenn die blanken Bleche aufeinander kommen. Das heißt, ich habe hier einen Spannungsaustausch in den Werkstoffen und das, nicht, also das unedlere Metall opfert sich. In diesem Fall ist Aluminium das unedlere Metall und quasi die Spannung opfert sich und das Aluminium wird zerfressen. Also fließt ein Strom praktisch. Fließt Strom. Ne? Ich habe eigentlich, also wenn ich jetzt Aluminium und Stahl, sagen wir mal, direkt aufeinander mit blanken Oberflächen aufeinander mache, habe ich eine ganz kleine Batterie, so blöd gesagt, und habe einfach einen Spannungsaustausch dadurch. Hauen natürlich von dem einem Aluminium, hauen wir die Elektronen ab. Okay. Und die Situation haben wir auch im Model 3 irgendwo, weil genau. Model 3 ist ja eigentlich ja aus Stahl gebaut, ne? Genau. Aber es gibt auch Aluminiumbestandteile. Jawohl. Okay, schauen wir uns mal nachher mal an. Das tut natürlich der Hersteller. Jeder Hersteller und auch Tesla macht es natürlicherweise, die Bleche mit einer Versiegelung schützen. Wir haben eine KTL-Grundierung, sieht man hier gerade ganz gut. Das ist so diese beige Farbe. Warte mal, das wollen wir noch machen. Nein. Markus, du das sicherlich gleich uns. Okay. Also hier sehen wir überall, das ist quasi so eine beige Farbe. Die haben wir im ganzen Fahrzeug. Wenn wir das Fahrzeug nachher auch von innen anschauen, ist alles so eine KTL, so ein Tauchbad. Da kommt, das haben wir schon oft sicherlich in dem Video gesehen, wie die Fahrzeuge in so ein Tauchbad reinfahren und so auch korrosionsgeschützt werden. Und das ist überall im Fahrzeug. Also von dem her haben wir eigentlich eine gute, eine luftdichte Versiegelung auf diesen Metallbauteilen. Und wir haben noch natürlich, wenn wir jetzt hier unser Aluminiumblech nehmen, das werden wir nachher genauso sehen. Wir haben hier unser Rathaus so mal ganz grob größer dargestellt. Da haben wir dann unsere KTL-Schicht drüber. Das ist ein Aluminiumbauteil beim Model 3, das Innenrathaus hinten. Dann haben wir, nun müssen wir den Stift nehmen, eine Klebeschicht sogar hinten drin, die nachher quasi hier noch einen Isolationsfaktor bestimmt. Und dann kommt erst meine Stahlseitenwand-Außenhautteil drauf. Und auf dem ist natürlich auch eine Grundierung drauf, eine KTL-Schicht. So ist das Model 3 aufgebaut. Also wissen wir, eigentlich vom Haus aus sind die Autos alle gut Hohlraum versiegelt. Jetzt gibt es vielleicht eine kleine Nebensache. Das Fahrzeug geht in ein Tauchbad und das gibt einfach die Möglichkeit, dass dieses Tauchbad nicht bis in die allerletzte Stufe vordringt. Es gibt zwar den Kapillareffekt, der nachher beim Wasser eine Rolle spielt und auch beim Hohlraumschutz später. Aber es ist nachgewiesen, dass wenn man die Bauteile aufmacht, mal die Verhügungen trennt, das einfach nicht zu 100% gewährleistet kann, dass überall diese KTL-Schicht ist. Ob es jetzt bei dem Model 3 überall ist oder ob es nur 99,999% sind. Aber das ist bei jedem Auto, bei der Marke so, ne? Genau, das ist jetzt nicht Tesla, sondern das ist jede Marke so. Und darum sagt man natürlich, kann man das Fahrzeug nochmal zusätzlich schützen zu diesem KTL, die der Hersteller schon aufbringt. Das wäre jetzt dieser Hohlraum. Jetzt gehen mir die Farben aus. Nehmen wir uns Rot. Jetzt, wenn man Hohlraum konserviert, jetzt gehen wir gerade von diesem Rathausfalz hier aus, kommt hier quasi einfach eine Schicht Hohlraumschutz drauf. Wo wir nachher auf jeden Fall noch drauf zu sprechen kommen, Herr Markus, ist, dass wir, was das mit der Rostgarantie und Tesla auf sich hat, vielleicht im Detail, aber das zu einem späteren Zeitpunkt. Jetzt ganz kurz zur Theorie, wie ist so ein Karosserie im Groben aufgebaut? Da liegt nachher der Hohlraumschutz und was das nachher im Prinzip bedeutet, können wir
noch am Auto nachher erklären, vielleicht ein paar Praxisbeispielen. Haben wir gerade auch gut noch drüber gesprochen, so nebenher. Wir tun natürlich nicht so viel Hohlraum injizieren, dass nachher die ganzen Abläufe zu sind, sondern das wird sollte natürlich intelligent gemacht werden. Ich brauche ja keine 5 Liter pro Bauteil Hohlraum reinspritzen, sondern intelligent, dass meine Felse konserviert sind, aber meine Wasserabläufe, die fürs einfach konstruiert wurden vom Hersteller, nicht so verstopfen, dass nachher das Wasser drin stehen bleibt. Das wäre natürlich der Worst Case und darum eine intelligente Injektion des Hohlraummaterials. Mhm.